Taub, liebe Leute. Bevor ich euch das Interview zwischen mir und dem Ingo zeigen kann, muss ich mich leider noch mal kurz an euch richten. Einige technische Probleme. Zum einen, weil diese formschönen Mikrofone nicht rechtzeitig bei mir angekommen sind. Seht's mir nach, dass der Ton an manchen Stellen etwas bescheiden klingt. Zudem hat meine Kamera beschlossen, sie hat keinen Bock, das gesamte Interview zu filmen. Ab diesem Zeitpunkt stimmen dann Ton und Bild wieder überein. Gebt dem Video trotzdem gerne mal ein Like, das hilft mir sehr gegen den Algorithmus. War mein erstes Interview mit einer Band oder einem Bandmitglied. Ich fand es war ein sehr interessantes Gespräch. Sorry dafür, wir kriegen es irgendwann noch hin, ordentliche Interviews aufzunehmen. Ich verspreche das. Bis dahin wünsche ich euch aber jetzt viel Spaß beim Interview zwischen mir und dem Ingo von den Donuts beim Rock for People in Tschechien. Au, liebe Leute, herzlich willkommen und herzliche Grüße vom Rock for People. Ich sitze hier in Tschechien nicht allein, denn an meiner Seite ist der liebe Ingo von den Donuts. Hallo Ingo. Hallo, tschüss. Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Kann selber nicht glauben, dass ich jetzt hier mit dir sitze, aber so läuft's halt manchmal. Sorry erstmal für die Stimme. Die ist durch die letzten 5 Tage Rock im Park und dann 2x Beatsteaks im Club etwas geschändet worden. Ich soll liebe Grüße an der Stelle ausrichten. Schön. Was geil? Alter, das war eine außerkörperliche Erfahrung. Ja, glaub, ich das hatte, mega. Das war echt krass. Ja, ihr habt gerade den Gig hier auf dem Rock for People hinter euch gebracht. Und das war ja doch mal was anderes. Also es war definitiv einer der unterhaltsamsten Donuts-Konzerte, die ich bis jetzt so gesehen habe. Wie war es denn für euch? First things first, we're the Donuts from Germany. How are you today? Es ist halt lustig, also wir haben mit Rock for People, glaube ich, 2 oder 3 Mal schon gemacht, aber die letzten Male sind echt lang her. Wir haben wirklich in der Tat, muss man auch sträflicherweise wirklich uns selbst mit dem Lineal auf die Hand hauen, so ein bisschen so Tschechien und Ungarn und so vernachlässigt in den letzten paar Jahren. Wir haben 2004, 8 und 9 oder 10 oder so schon mal Rock for People gespielt. Das war ja damals noch nicht so eine Corporate-Veranstaltung, wie das heutzutage jetzt der Fall ist. So, von daher einfach schön, wieder hier zu sein. Hat sich aber wirklich angefühlt wie Ende 90er das Bizarre-Festival spielen. So im Zelt am Nachmittag und so. Das muss man aber auch wirklich dazu sagen, wir sind so ganz kurzfristig ziemlich zum Schluss aufs Line-Up gerückt. Einfach aus folgendem Grund. Wir haben halt Ring, Park und so gespielt. Dann haben wir uns Green Day angefragt für deren Tour als Support. Haben wir gesagt, na klar, machen wir das. Und dann kam eine Anfrage vom Nova Rock Festival, ob wir da nicht auch noch spielen wollen mit Green Day. Weil die uns da auch noch quasi mit vorgeschlagen haben. Die sind gerade mit uns auf Tour. Wollte er nicht so. Da liegt er hier auf dem Weg quasi. Genau. Ja. Und dann hatten wir auf einmal einen Off-Day irgendwie in der Mitte und dazwischen haben wir überlegt, scheiße, was machen wir denn? Wird ja langweilig sonst. Ja, genau. Ja, und vor allem, also es wird langweilig und vor allem verlierst du ja wirklich mit jedem Tag, den du auf Tour bist, aber nicht spielst, Geld. Ja. So. Und dann haben wir überlegt, wie können wir denn so einen kostengünstigen Off-Day quasi machen? So. Lass doch mal fragen, ob die Platz haben für uns. Hatten sie erst nicht. Dann haben wir noch bei den Interrupters gefragt, ob, weil die spielen heute hier so ein Mini-Festival in Prag, ob wir da nicht mitspielen können. Die meinen so, ja klar, könnt ihr vorbeikommen und so. Ja. Dann haben wir es mit denen gerade eingetütet und auf einmal kommen die Leute vom Rock for People und so, die haben doch einen Slot für euch, ist zwar nur im Zelt, aber warum nicht? Ja. Jetzt sind wir halt wieder hier und es ist total super gewesen. Es war wirklich super. Also mein Lieblingsmoment war, ich weiß nicht genau, wer es war, bei irgendeinem Drop gerufen hat, ich hab Hunger! Bis 15 Mal mehr Leute da ist. Ja, locker. Ring habt ihr den Tag darauf gespielt und dann den Tag darauf nochmal. Was war da denn los? Wir haben uns ja mit 2022 mit Rock am Ring so ein bisschen die Karten selbst gelegt, muss man sagen. Also mit dem Grand Opening nach 3 Jahren Corona-Pause und so. Es war uns ganz wichtig, dass wir da die erste Band des Tages sind. Weil wir uns damals in den zweiten oder dritten Slot angeboten haben. Wir gedacht, total geil, aber wie geil wäre es, wenn du die erste Band bist nach der Stille? So, das hat wirklich damals wahnsinnig funktioniert. Wir haben ja dann unsere Kumpels von Toten Hosen angerufen, die dann unsere Special Guests noch waren und so. Und es war also ein ganz, ganz, also ein Bilderbuchtag einfach. Und dann kam halt, das ist ja die Anfrage, ihr habt da nicht Bock, nächstes Jahr wieder Rock am Ring und Rock im Park zu spielen. Und wir haben gesagt, so,
Ist halt safe immer eine geile Zeit. Aber wir können nicht einfach nur so spielen. Das ist Kacke. So, also da muss halt, wir müssen einen draufsetzen. Genau. Ne, dann haben wir diesmal die Antilopen dabei, was halt mega geil war und so. Und dann haben wir gesagt, ey, aber einfach nur eine Main Show spielen, das bin ich. Und dann haben wir mit der heißesten Nadel quasi am Tag selbst noch gestrickt. Mal gucken, ob die nicht vielleicht morgen noch einen Slot für uns halten und so. Und sind dann auf einem von diesen Hubwagen, weißt du, diese Scherenhubwagen gestoßen, wo immer die Pyrotechnik drauf ist hinter der Bühne. Und haben gesagt, so, da muss man doch eigentlich auch eine Bettlerin drauf bekommen. Und es müsste doch eigentlich auch möglich sein bei Rock am Ring. So, da sind wir jetzt 9-mal gewesen oder so. Also wir halten mit den Hosen zusammen den Rekord, als die Band, die am meisten da gespielt hat. Okay, krass. Nochmal da zu spielen, irgendwie so. Und die sind halt sich für nichts zu schade. Und das ist halt, das, deswegen liebe ich den Ring halt so. Ich habe gesagt, ja komm, lass das irgendwie möglich machen. Und siehe da, dann haben wir in der Umbaupause auf Kraftklub noch eine Viertelstunde auf so einem Scherenwagen gespielt, haben halt irgendwie ein Blur-Cover, ein Beastie Boys-Cover und zwei Songs von uns gespielt und vor allen Dingen ein bisschen Stimmung gegen die AfD gemacht und so. Und von daher war das schon genauso, wie es sein sollte. Ja. Ja, sah auf jeden Fall auch lustig aus. Weil du gerade Corona angesprochen hast, ich habe natürlich auch unsere Zuschauer gefragt, ob die Fragen an dich oder euch haben. Eine Frage war, habt ihr Unterschiede bemerkt zu Konzerten vor Corona und nach Corona? Also so in der Crowd, irgendwie das ein bisschen zurückhaltender war oder? Verrückterweise konterkarieren wir total, was nach Corona passiert ist mit unserer Band. Und wir wissen nicht, warum wirklich. Wir rätseln bis zum heutigen Tag, weil alle anderen haben halt kleinere Shows seitdem, Leute, die zurückhaltender sind und so. Aber bei uns ist genau das Gegenteil. Ernsthaft, die Shows sind nach Corona nochmal so viel mehr explodiert. Keine Ahnung, ob das auch an dem neuen Album liegt und so weiter. Also man orakelt ja immer und schönerweise weiß man es ja auch nicht, weil sonst hätte man ja das Geheimrezept auf dem Präsentierteller. Also, ganz zu Anfang hast du natürlich noch gemerkt, dass Leute so ein bisschen Abstand gewahrt haben, Masken getragen haben und so weiter. Wie das eigentlich jeder gemacht hat, der sinnvollerweise sich mit der Thematik auseinandergesetzt hat und so. Aber ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich bin nicht verlegen drum, dass es jetzt wieder so ist, wie es ist, weil wir haben eigentlich alle, also so alle Bands, mit denen wir so rumgegangen haben in der Zeit, also wenn ich von Heaven Shall Burn bis Itchy bis die Toten Hosen bis die Ärzte, wer auch immer, alle waren so, boah, wird das nochmal so, wie es mal vorher war? Ja, wir alle haben da, also ne, wir saßen ja auch zu Hause und haben uns gefragt, ja, scheiße, A, was machen wir jetzt? Und B, wie wird es danach sein? Ja, aber, safe. Also ich meine, weil du gerade meintest, eure Shows sind explodiert und was auch immer. Ich war bei dem ersten Abend in Dresden dabei, bei der Clubshow. Ja, es war auf jeden Fall, gab es da keine Hemmungen mehr. Das war wahnsinnig, ja. Ja, der Dresden-Gig war ja Zelebrieren von 30 Jahre Donuts. Herzlichen Glückwunsch erstmal noch nachträglich. Also wie gesagt, wir waren in Dresden dabei, aber der wirkliche Geburtstag war ja dann im April in Ibbenbüren. Das Konzert sah auf jeden Fall auch sehr, sehr besonders aus. Ach so. Und man kriegt den Eindruck, ihr seid irgendwie so gut drauf wie eigentlich nie zuvor. Wie kann das sein? Oder was treibt euch so an? Wie kommt es, dass ihr auf die Bühne geht und immer noch so eine Gier habt, so Bock habt, abzureisen wie vor 25, 30 Jahren, wo ich quasi gerade geboren wurde. Ja, wo ich noch krass. Ja, der Gedanke ist sowieso so komisch, weißt du? Also, weil für uns fühlt sich das ja nicht an wie 30 Jahre. 30 Jahre ist eine ewig lange Zeit, das muss ich wirklich sagen, einfach, ne? Und die wenigsten Bands machen so diesen Marathonlauf, so. Aber bei uns ist es halt wirklich einfach immer so der Moment gewesen, der so regiert hat. Und wir haben nie 5-Jahres-Pläne gemacht. Wir haben nie gesagt, wenn wir das und das nicht hinbekommen, dann ist das durch mit der Band und so weiter. Wir haben einfach niemals genug Blut geleckt von dem, was da halt irgendwie so passiert ist und so. Und dass jetzt wirklich so 3 Dekaden nach Bandgründung auf einmal so wie die größten Shows spielen, ist halt alles wirklich sich anfühlt, als würdest du jeden Tag so mit versteckter Kamera verarscht werden, ja, von hunderten, tausenden Menschen. So, das ist eine ganz glückliche Fügung. Und ich glaube, das, was wirklich uns gerade total antreibt, ist, dass wenn du so 30 Jahre unterwegs bist oder so, dass du für dich selbst natürlich auch so neue Erfahrungen schaffen willst. Und dann überlegst du dir halt auch so einen Quatsch wie, lass doch mal auf so einem Scherensteiger spielen. Also, weißt du? Oder lass mal mit dem Fahrrad übers Publikum fahren. Das sah auch geil aus. Also, wir kitzeln mittlerweile solche Momente für uns raus, weil das ist halt auch etwas, worüber wir dann abends im Bus sprechen, wo unsere Crew dann auch wirklich Tränen lacht und so weiter und so fort. Und dementsprechend wird das eigentlich, so der Punk-Faktor bei uns wird eigentlich immer freier von Jahr zu Jahr, weil man immer mehr Bock auf Scheiße hat.
Ihr habt ja eigentlich jetzt mittlerweile alles erreicht. Ihr habt ein eigenes Label gegründet, ihr habt Wacken gespielt, ihr habt jetzt im Sommer ein eigenes Open Air. Heute ist ein guter Tag, ist euer erstes Nummer 1 Album gewesen. Ja. Gibt's da jetzt noch irgendwie was ihr euch vorgenommen habt? Also zum Beispiel auch vielleicht nochmal ein neues Genre irgendwie rein zu experimentieren oder so? Ach ja, nee, also was wir mal festgestellt haben, irgendwann mal, als wir angefangen haben, Pläne zu schmieden, lass mal den oder den Style ausprobieren. Wir haben mal einmal, haben wir gesagt, lass uns nochmal so ein The Cure-mäßiges Album machen und so. Eine halbe Stunde nach dem Entschluss hat der Song, den wir dann geschrieben haben, genauso geklungen wie Jonas Klingen halt. Also wir können einfach nicht anders. Nee, ja. Wirklich. Ja, okay. Also, ne, das schwimmt sich ja immer so mit 5 Leuten zusammen, wie es halt so ist. Nee, also ey, ganz ehrlich, wir gehen das wirklich mit dem gleichen Sportsgeist und aus der Lameng heraus an, wie auch vorher, weil unsere Band hat noch nie funktioniert, wenn wir langfristige Pläne geschmiedet haben. Und Momente Volley aus der Luft zu nehmen, sind, das ist ja wirklich, da entsteht ja die Magie, weißt du? Weil wenn du hingehst und Alben lange vorproduzierst oder den Überbau schaffst, ein Konzept schaffst, wie das nächste Album sein muss und so weiter und so fort, dann zwängst du dich direkt sofort in so ein Korsett rein und dann wird's möglicherweise direkt steif. Aber das, was Leute uns halt letzten Endes rückkoppeln in all den Jahren, ist, dass wenn wir spielen, dass wir so sehr wie kaum eine andere Band den Moment regieren lassen. Und das ja, möchte ich auch niemals anders haben, weißt du? Ihr seid einfach authentisch, ja. Und das Rampensäule und sehr Entertainer, also vor allem du, aber halt auch die ganze Band, das hat man heute wieder deutlich gemerkt. Ja, danke euch, ey. Also gab es trotzdem mal irgendwie eine Phase, wo ihr als Band irgendwie Schwierigkeiten hattet? Zueinander niemals, ja. Verrückterweise. Also wirklich, auch da bin ich total glücklich. Also könnt jeden Tag den Boden küssen, dass wir immer eine Gesprächskultur haben, die eigentlich schon fast Hippie-Kommunen-mäßig ist. Also wirklich, das dauert lang, bis wir zu einer Entscheidung kommen, weil jeder gehört wird bei uns in der Band und wir basisdemokratisch sind und keiner den Band-Hitler gibt und so. Aber wenn es überhaupt mal eine Zeit gab, in der Dinge schwierig waren, dann war es die Zeit so 2004 bis 2007 oder 2008, wo wir halt in einem Deal immer noch gesteckt haben mit der BMG, Sony, oder Sublabel halt, Gun Records. So ein bisschen gegen den Punk ging, weißt du? Ja, wo vor allen Dingen nicht klar war, kommen wir raus aus dem Deal, weil wir wollten da nicht mehr sein und haben dann uns letzten Endes mit Anwälten probiert rauszuklagen aus der ganzen Scheiße. Und uns war eigentlich nur eine einzige Sache klar, wenn wir dann noch ein Album veröffentlichen müssen, dann machen wir lieber keine Alben mehr. Und, oh, krass. Und das ist halt so. Das wäre ja wirklich sehr schade gewesen. Ja, ja, natürlich. Aber ich weiß auch nicht, ob wir es in der letzter Konsequenz durchgezogen hätten. Weil am Ende des Tages haben wir auch in der Zeit live weitergespielt. Und es hat live weiterhin so Bock gemacht. Aber das, was wir für uns gelernt haben, ist, dass wir immer am besten dann sind, wenn wir mit Leuten zusammenarbeiten, denen wir komplett vertrauen, beziehungsweise wenn wir einfach alles selbst machen. Ja. Weil dieses DIY-Ding haben wir Ende der 90er oder Mitte, Ende 90er schon gemacht. Das ist uns also nicht fremd. Und am Ende des Tages weißt du jetzt zum Beispiel auch mit Pit Report jetzt so. Weiß ich, wo singe, ne? Ja, aber du weißt ja trotzdem am besten, wie du das haben möchtest und wie nicht, weißt du? So, und das ist ja nicht viel anders mit einer Band auch so. Wie schafft ihr das alles zusammenzuhalten? Familie, Label, ständig auf Tour sein, weil ihr spielt ja gefühlt auch immer, ja, jedes Jahr überall so, wie das eigentlich sein kann, dass ihr so gut befreundet sein könnt und ständig irgendwie miteinander auf Tour geht und dann die Familie und noch links, rechts und wie schafft ihr das alles unter einen Hut zu kriegen und euch dabei vor allem auch nicht zu verlieren, weil wenn man so viel aufeinander ist, ist es ja schon auch anstrengend irgendwie. Ja, safe. Also muss ich auch wirklich sagen, also auch da, ich will da gar nicht so großartig drüber nachdenken, ehrlicherweise. Ich bin froh, dass das so ist, wie es ist. Aber ich kann dir sagen, dass wir die Band damals nicht gegründet haben mit der Maßgabe, mit der Prämisse, wir müssen mal ein Nummer-1-Album haben. Wir müssen mal die größten Festivals also spielen, die man halt irgendwie spielen kann in Deutschland oder auf der Welt oder sowas. Das war nie der Plan. Wir waren damals einfach, wir waren gelangweilte Teenager, die halt irgendwie miteinander abhängen wollten und bestenfalls beim Bier trinken noch was machen. Ja. So, und, ne, also im weitesten Sinne Posse-Punks halt. Also ich fand auch immer so Fuck You Destroy lustig, aber das war nicht mein Credo als Punk. Ja. Ich war immer bei den Posse-Punks und hab mal gedacht so,
lass doch zusammen was aufbauen, lass doch zusammen für und gegen etwas sein, so nach dem Motto. Und dementsprechend, ich glaube, das ist wirklich so in unserer DNA drin, dass wir alle gedacht haben, so, ey, wer weiß denn, wo das hingeht? Es gibt ja keinen Plan. Lass doch einfach eine gute Zeit haben, solange das geht, und lass uns für gute Dinge einstehen, für die es sich lohnt, zu kämpfen, um diese Welt tendenziell vielleicht ein bisschen besser zu machen, hier und da mal. Und wenn du das halt so als Blaupause nimmst für all das, was passiert, dann ist das ja im Grunde genommen, wenn du überhaupt eine Agenda hast, kann ja eigentlich nur die Agenda sein, wie kann dieser Planet ein bisschen besser werden für ein paar Minuten oder so. Und der ganze Rest passiert bestenfalls. Da helfen Konzerte sehr dabei. Ja, na klar, das weißt du ja selbst. Also wie toll ist dieser Moment, wenn auf Konzerten, egal welche Disposition du mitbringst, also menschlich, politisch, sozial, was weiß ich, ist scheißegal. Der Moment, wenn so Musik Leute zusammenschweißt, das ist ein ganz magischer Moment. Und diese Energie, die ja. im Raum ist, ja. Das ist halt total geil. Und dementsprechend, wir haben die Band nicht gegründet, um erfolgreich zu werden, sondern weil wir eine gute Zeit miteinander haben wollten. Und ich glaube, das ist so die Grundvoraussetzung, die immer so geblieben ist. Deswegen besprechen wir alles, und wir haben wirklich die Freundschaftsentscheidung steht über der Bandentscheidung. Also sprich, wenn wir freundschaftlich etwas nicht gut finden, was vielleicht bandmäßig Sinn machen könnte, weil es halt ein geiler Marketing-Move wäre, in der und der Sendung aufzutreten. Wir können es aber freundschaftlich nicht miteinander vereinbaren, dann machen wir es nicht. Okay. So, das ist ziemlich stark. Weil du gerade die Energie auf Konzerten angesprochen hast, eine oder vielleicht die, das Mittel, wo sich diese Energie entlädt, ist ja der Moshpit. Quasi mein und unser Zuhause, deswegen auch der Name. Schön gesagt. Ja, wir leben live, sagen wir ja auch von uns selber. Und die Frage wäre, was hat denn so ein Moshpit für euch eigentlich für eine Bedeutung, wenn man da auf der Bühne steht? Oder wann warst du auch das letzte Mal selber in einem Moshpit? Ja, pass mal auf. ich wollte gerade sagen. Wir haben über die Magie des Moshpits, haben wir dieses Wochenende ganz, ganz lange im Bus, auch so ganz zu später Stunde gesprochen, auch so mit Crewleuten, wo wir alle so gesagt haben, ey, wann warst du das erstmal im Moshpit und so weiter und was ist das für dich und so. Und das ist genauso ein Ventil wie ein Ort der Begegnung, Konnektivität, so ein Unity-Gefühl, da ist ja so viel, kommt da ja zusammen. Und ich bin in der Tat, na klar, ich gehe natürlich bei unseren Shows in Pit rein und so, klar. Zählt jetzt, zählt man nicht jetzt. Genau, so pass auf. Und nach unserer Show am Sonntag bei Rock am Ring, als wir da quasi diese Show auf diesem Scherensteiger gespielt haben, war ja noch ein extrem gutes Baller-Line-Up am Abend. Ja, so. Also generell, das Baller-Line-Up war ziemlich. Ja, genau. So Biohazard sind zum Beispiel alte Buddies von uns. Ich habe mich gefreut, mal Billy wieder zu treffen und mit dem ein bisschen abzuhängen und so weiter und so fort. Und eine meiner Lieblings-Metal-Bands sind halt Machine Head. Ja. Und dann sind wir halt hin und haben uns Machine Head angeguckt. Und ich fand's halt so schon echt sau geil, die einfach mal wieder zu sehen. Ich habe die eben 6-7 Mal gesehen, und das war super. Und als die Davidian gespielt haben, als auf einmal auch von der Bühne, so einfach den anderen nur noch so meine Klamotten in die Hand gerückt, mein Portemonnaie, hab gesagt, tschüss, bin dann mal weg. Okay. Dann hab ich mir so dermaßen den Arm ausgekugelt im Circle-Pit. Das war's halt so. Erwärmung vom Pit ist wichtig, Leute. Merkt's euch, wirklich. Oh, das ist wirklich wichtig. Ich wollte aber nicht den Moment verpassen, wo dieses Bam, 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 mit dem besten Metal-Moment aller Zeiten. Das war so fett, Alter, ey. Okay, krass, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es überhaupt nicht lange her ist. Also, ey, genau. Krass. Die letzte Frage, und auf die freue ich mich wirklich sehr, wann warst du eigentlich das letzte Mal in Anrecht und bist dein Bürgermeister diesen Pflichten nachgegangen? Ich bin ja nur das Schattenkabinett, wenn man mal ganz ehrlich ist. Das heißt, wir treten gar nicht so oft in Erscheinung. Wir sitzen im Hinterzimmer irgendwo in Anröchte, kraulen eine Katze in einem großen Sessel und drehen uns nur um, wenn es darum geht, wann findet das nächste Big Day Out statt. Ja, wann findet eigentlich das nächste Big Day Out statt? Das ist eine fucking gute Frage. Ey. Ja, hoffentlich bald wieder, weil es ist einfach ein tolles Festival und ich liebe dich jede Show in der Stadt und so. Und bleibt uns gewogen, auch nach der Europawahl. Ich bleib euer Bürgermeister.
Das sind sehr gebührende Abschiedsworte. Vielen Dank, Ingo, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke. Vielen Dank euch fürs Zugucken. Wenn ihr geilen Live-Content nicht mehr verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall mal den Pit-Report. Und wir sehen uns definitiv im Pit. Ciao. Ja, geil. Danke dir. Danke dir. Hat Spaß gemacht.